What the fuck, der brennt! Alter Scheiße. Die Anlage fliegt hier, glaube ich, echt bald in die Luft. Wenn Wheatley so weitermacht, wie er bisher macht. Wir haben hier... What the fuck? Oh. Das sind die Türme. Yo, was geht? Oh, fuck. Okay. Wir sind, glaube ich, jetzt in den letzten Testkammer von Wheatley. Und müssen nur noch die lösen, bevor wir zum Finale kommen. Und das ist dann... Genau, das zieht mich dann an quasi. Okay. Nun ist nur die Frage, wie kommen wir hier weg? Oder wie kommen wir besser gesagt hier durch? Aber ich habe eine klitzekleine Idee. Weil damit kommen wir bestimmt weiter. Und das ziemlich gut weiter, aber jetzt noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Wir haben hier die Türme und den Schalter und den Abgrund. So komisch es auch klingen mag, aber wir brauchen definitiv, glaube ich, einen dieser Türme. Aber wie kommen wir zu einem dieser Türme? Das ist jetzt gerade die Frage, die ich mir essentiell stelle. Da kann ich auch keine Wand platzieren. Das geht auch nicht, nein. Das ist quasi, glaube ich, wahrscheinlich das Ende davon. Aber wir müssen irgendwie zu diesem Knopf. Und... Ja gut, ne? Da war das falsche Portal aktiviert. Und dann habe ich geschaut. Dann bin ich mir in die Luft und da ist dann die Schwerkraft und da fall ich runter. Fuck. Scheiße. Wow, Alter. Ich habe nicht mehr gewusst, dass ich gerade solche Töne überhaupt hinkriege. Aber, naja, machen wir es erstmal simpel. Gehen wir jetzt erstmal drüber, bevor wir uns überlegen, wie wir an diesen einen Knopf kommen. Machen wir jetzt erstmal diesen Knopf hier. Und dann kann ich das hier droppen. Und das auch nur temporär. Okay. Dann machen wir das wieder auf die gute Art und Weise. Nämlich haben wir ja in den einen Rätsel gelernt, dass wir das Portal hier verwenden. Hä? Portal, hallo? Ha, jetzt. Geht doch. So, platzieren wir es auch ein bisschen weiter rüber. So. Und dann nehmen wir das Zeug. Das läuft ja nur temporär. Ist aber okay. Das Zeitlimit, damit kann ich leben. Und lassen das schön darüber wobbeln. Eis weiter wobbeln, Eis weiter wobbeln, Eis weiter wobbeln. Und runterfallen lassen. Zur Früh runterfallen lassen. Ha! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, nochmal. Lassen wir es nochmal schnell rübergehen. Weil ich weiß aber nicht, wofür ich das gebrauchen kann, gerade wenn ich ehrlich bin. Das ist ja das Sprunggeh, dass wir höher springen können. Aber ich warte jetzt einfach mal, bis es ein bisschen weiter drüben ist, weil ich habe die Entfernung gerade relativ schlecht eingeschätzt. So. Und jetzt fallen lassen. Gnanny? Heißt es zu weit getrieben? Ach, come on! Alter! Wisst ihr was? Ich steige euch den Finalversuch davon rein, weil ich glaube, das wird nochmal eine längere Geschichte. Warte, komme ich so zurück? Weil ich muss ja irgendwie da hochkommen. Warte, das müssen wir hier fallen. So. Ja, ich glaube, so komme ich dann zurück. Alles klar. Ach, so kann ich das sehen. Wohin? Ah, okay. Okay, okay. Dann machen wir es nochmal. Und warte, wisst ihr was? Wir gehen am besten einfach mit den Gehen mit. Das wäre doch, glaube ich, eine Idee, ne? So, hinter den G sein. So, ich hoffe es einfach nur, dass ich dann nicht runterfalle. Aber ich ende dann am Ende alles hier. Aber wo muss ich das G platzieren? Das ist ja gerade die Frage, die ich mir stelle. Wohin mit dem G? Weil hier habe ich ja nur eine Flugbahn. Ich kann die ja nicht ändern. Oder? Nein. Oder... Ich vergesse jedes Mal diese Scheißtürme. Oh mein Goodness. Aber, na gut. Dann gehen wir nochmal dorthin zurück. Dann sind wir wieder hier. Da unten kann ich nichts platzieren. So, da hast du halt einfach nur Gitter. Diese Gitter sind der Faktor, der mich stört. Kann ich da irgendwas ändern? Ja. Ja, ich kann. Wait a minute. Warte. Ich aktiviere das. Das hat ja ein Zeitlimit. Das ist schon mal das Gute. Da bin ich mal schneller als das Gel. Ja.
Wartet, wartet. Gehe ich hier schnell rüber. Platziere ich hier ein Portal hin. Und hab's verkackt. Weil dadurch kann ich es ja wieder zurückziehen, quasi. In der Zeit, wo ich es da zurückziehe, da kann nichts passieren. Könnte ich in der Theorie das G vielleicht dort über die Schwappen... Ja! Okay, 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 okay. Ich habe einen Plan, ich habe einen Plan. Und dann vielleicht können wir mit diesem G... die Viecher ausschalten, ne? Wenn ich wieder nicht in den Abgrund gehen würde und das falsche Portal benutze. Alter, Konzentrationsschwein ist auch gerade nicht mehr da, ne? Aber ich schneide euch zurecht. Wir sehen uns, wenn ich diesen Stand hier erreicht habe. Ich glaube, ihr wisst, was ich aktuell meine. Also, bis gleich. So. I'm charging my tank. So, lassen wir das G mal durchwurbeln. Und ziehen nun hier ein Portal hin. So. G kommt zurück. G kommt zurück. Dann haben wir das hier. Und lassen sie es einfach hier fallen. Yes! Nice! Das hat geklappt, Alter. Ist das nice? Das freut mich. So. Und dann haben wir das hier. Das Portal. Und mit diesem Portal müsste ich jetzt eigentlich dann wohin kommen? Hä? Eigentlich habe ich mir's... Oh. Oh. Okay, okay, okay. Warte. Was ist die höchste Stelle? Ich weiß, was die von uns wollen. Ich weiß, was die von uns wollen. Die wollen jetzt, dass wir uns so hoch es geht machen. Also quasi hier hoch an die Decke. Ist, denke ich mal, der höchste Punkt. Dann Schwung nehmen. Fallen lassen, mit dem G, das wir platziert haben, rüberspringen und dann hier drauf. Wie schön für dich. Nice. Okay. Stimmt. Das ist jetzt wirklich die Frage. Was hat er dort gefunden? Am meisten, was mich noch viel mehr beunruhigt, hat er den Kuchen gefunden? Hat er den Kuchen? Weil wenn ja, dann sage ich persönlich, Gladys wird ausrasten. Weil eigentlich ist der Kuchen ja eine Lüge. Den gibt es ja eigentlich nicht. Obwohl er uns offenbart wurde. Schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Ernsthaft jetzt? Noch zwei Kammern? Alter, das gibt's nicht. Echt? In der nächsten Kammer oder in dieser Kammer? In welcher Kammer meinst du, Gladys? Und, oh lol, was? Okay. Was bringt mir das jetzt? What the fuck? Das stimmt, aber... Was? Warte. Na. Oh nein. Oh fuck. Oh oh. Oh oh. Ja, okay, Gladys, aber was machen wir? Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Ihr tötet dich. Ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele Sch... Nein, 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 mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschinen, Maschinen an. Weg da. Oh mein Gott. Lauf. Nein, ich komme nicht zurück. Ich komme nicht zurück. Okay, das Finale beginnt anscheinend jetzt schon. Ah! Ich habe gerade erst, ich habe nur die Wand da oben gesehen. Deswegen war ich gerade so sprachlos, weil ich mir dachte, so, fuck, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Oh mein Gott. Ja, die hast du kaputt gemacht. Okay, 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 was jetzt, was jetzt? Darunter springen? Ja, darunter. Ah, wohin dann? Wohin? Wo ist hier? Hier. Ich hoffe mal, das klappt. Okay, Schwung nehmen und dadurch. Okay. Ist mir egal, Weekly. Oh mein Gott. Ja, du kleine Niete.
die Spiele beginnen. Okay, wie komme ich jetzt da rüber? Hä? Muss ich wirklich durch die Wand? Aber ich kann nicht durch. Aber ich kann doch nie und nimmer rüberspringen. Hä? Ja, geh, Flo, aber ist hier nichts? Warte mal, kann ich noch mal zurück? Kann ich hier ein Portal? Ja, hier kann ich ein Portal platzieren. Okay, jump. So, rein da. Oh mein Gott. Meine Maus spinnt wieder, geil. Ich weiß nicht warum, aber manchmal habe ich so ein Mausproblem, dass meine Maus einfach freest, aber... What the fuck? Ich habe jetzt vieles erwartet, ne, aber nicht den Abteil, dass wir jetzt schon umgebracht werden. Der will uns wirklich töten. Aber ist mir egal. I'm just taking it. Das war da. Da müssen wir hier weiter, genau. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe Angst. Was? Oh. Wieso kann ich da kein Portal platzieren? What the fuck? Wie's? Lass mich doch ein Portal platzieren. Ja? Ja, schon, aber... Was? Oh. Kann ich hier ein Portal? Hä? Nein, hier ein Portal. Ich weiß, es ist eine Falle, ne? Klar, das hat es ja schon erwähnt, aber... Hä? Bringen Sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich, würde ich mir so denken. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen... Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum, das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Ja, ich wollte es gerade sagen, die haben ihn doch kaputt gemacht. Ist das geil. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau Mau Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Kann ich die irgendwie... Turm Nummer 1. Und die anderen beiden. Okay. Und dann laufen wir einfach mal weiter hier, ne? Nein, so. Aber okay, wo geht's jetzt hier weiter? Aber Junge, der will uns wirklich töten. Wheatley will uns tot sehen. Also wirklich tot sehen. Muss ich darüber? Ah. Hab ich mal gesagt. Geh mal dorthin. Warte mal, was ist das? Warum? Piss dich. Fein, endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Ich muss es wirklich sagen, was Wheatley hier manchmal macht, ist relativ klug. Ist mal ohne Mist. Aber er ist halt auch wiederum ein bisschen dumm, ne? Allerdings heißt das nicht, dass wir ihn unterschätzen dürfen. Nicht überschätzen, sondern unterschätzen dürfen. Er ist verdammt, verdammt stark und mächtig. Wie gesagt, nehmen wir mal hier weiter. Aber das geht. Nein. Warte. Runter da. Okay. Das muss ich gerade really lassen. Das war angsteinflößend. Ich habe gerade erst nicht gecheckt, was ich machen soll. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Irgendwie haben wir es gerade geschafft. Holy fuck. Ich weiß, ich bin gerade überläufig still, aber ich muss mich gerade übelst konzentrieren, nicht zu sterben. Oh my goodness! Ist da was kaputt gegangen? Ja. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. What the fuck, Wheatley? Hallo? Hallo? Oh. Ah! Ich habe da gerade eine tolle Idee. Ich bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Junge, what the fuck? Das kann ich nicht kaputt machen. Ich kann auch nicht durchschießen, aber man sieht einen Laser. Der arme Typ.
ist ganz alleine in diesem gottverdammten Raum hier, ey. Oh mein Gott. Aber, okay. Wie sollen wir da jetzt bitte durchkommen? Okay, ein Portal kann ich schon mal platzieren, so, ne? Das ist nicht das Problem, aber... Wenn ich jetzt hier das Portal platziere, komme ich doch bei der nächsten Sicherheit raus. Oder nicht? Nein. Hä? Aber da geht es nur in den Abgrund. Da ist ein Knopf. Da ist ein fucking Knopf. Was? Okay. Das ist interesting. Aber wenn da ein Knopf ist, dann müsste der Knopf doch da drüben sein. Genau. Und dadurch müsste ich doch dann, wenn ich hier reingehe, zum Knopf kommen, nicht wahr? Ja. Die Scheibe schützt uns. Deswegen kriege ich mal auf den Knopf. Und nun habe ich hier das Jump-Zeug. So, das ziehe ich mal dorthin. Reicht der Schwung nicht aus? Nein. Hm. Okay, was ist, wenn ich das Zeug hier hinpacke? Oh, jetzt muss ich aimen. Jetzt muss ich aimen. Oh mein Gott. Aber, ey, das ist eine nice Idee. Okay, komm. Eins. Komm, jetzt machen wir sie alle kaputt. Ist das geil. Komm, schaltet euch alle gegenseitig aus. Bam. Next Shot. Next Shot. Und irgendwas, irgendwelche Gläser gehen gerade kaputt, glaube ich. Oder irre ich mich da? Komm, die zwei noch. Yes. Perfekt. Ist das nice. Da sind sie alle kaputt. So. So viel dazu. Gut, habe ich mal gesagt, ja, um hier wieder rauszukommen, müssen wir jetzt was machen? Ich glaube, ich weiß was. Einmal hier durch, einmal da durch. Einmal boom. Und oh nein. Oh nein. Hui. Das wollte ich machen. Ich habe nämlich gerade irgendwie die... Ah, das gleiche Gewicht verloren, könnte man behaupten. Aber dann gehen wir jetzt hier weiter durch. Und kommen wir jetzt zu Wheatley. Weil wir sind jetzt schon durchgeflüchtet. Der hat uns schon mehrfach gerade probiert umzubringen. Und wir sind es gerade immer so ganz knapp hinkommen. Dass ich das überhaupt geschafft habe, hier gerade First Try ohne zu sterben, wundert mich, okay? Ich habe keine Ahnung, wie ich es gerade hier durchgepackt habe. Aber irgendwie haben wir es gepackt. Und dieser Gang kommt mir bekannt vor. Ja, stimmt. Klar, das hat schon einen kompletten Plan, wie sie ihn töten will. Alter Scheiße. Und, hä? Was macht das jetzt? Das sind Minen. Okay, warte, wenn das Minen sind, dann kann ich doch safe was damit anfangen, oder? Wartet mal. Also... Das landet hier, das Zeug, ne? So. Nun ist die Frage, was machen wir damit? Ich glaube, wir müssen das kaputt machen damit, ne? Deswegen habe ich mal gesagt, drücken wir den Knopf. Lassen das Ding mal runterfahren. Gehen wir ein bisschen auf Seite. Und schauen, was passiert. Weil jetzt müssten, glaube ich, die Minen hier durchkommen und das Ding komplett totschießen, genau. So. Jetzt haben wir das schon einmal. Und nun können wir mit einem blauen Portal dort rüberkommen. Richtig. Wenn ich ein Loop wäre. Lass mich aus dem Loop. Danke. Na gut, so weit, so gut, ne? Dann können wir hier rein und sind Wheatley so weit, glaube ich, einigermaßen entkommen. Würde ich mal behaupten. Wir haben schon ein ganzes Stück weit geschafft, ne? Wheatley hat uns auch anscheinend aus den Augen verloren. Deswegen sehe ich das relativ positiv. Ich habe aber Angst, auf dieses Laufband zu gehen. Kann ich Portale drauflegen? Nein. Nein, passiert nichts. Ah, da komme ich auch nicht drüber. Ah. Okay, dann laufen wir aber mal voran. Nun, dann. Oh mein Gott. Ich wollte es gerade sagen, Wheatley. Ja, was ist denn? Kann ich die Anlage irgendwie kaputt machen?
Versteck. Jetzt hab ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt so, nicht banal, einfach so. Aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Das hat nicht geklappt. Machen wir es nochmal. Boom. Ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in dein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel springen. Keine Falle, da. Mal eher eine Art Alternativ. Nein. Tot. Hier. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass mich nicht sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Hui! Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf. Hier Schluss zu machen, ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zum Naja, scheiß auf. Das heißt dann wohl nein. Was? Wo bin... Oh, ich bin hier gelandet. Okay. Gut. Das ist anscheinend der richtige Weg. Da stelle ich mir auch gerade die Frage, GLaDOS, nicht nur du. Ach du Scheiße. Können wir irgendwie was platzieren? Ich brauche, glaube ich, das Kraftportal da, oder nicht? Das Portal brauche ich. Eins habe ich schon einmal. Und das andere? Wohin damit? Oder wo muss ich jetzt überhaupt hin? Hä? Sehr wahrscheinlich wird der Part Überlänge haben. Aber das ist mir recht dieses Mal, weil ich gerne das als den letzten Part durchgehen lassen würde. Wenn es in Ordnung ist. Aber okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich habe hier ein Portal. Aber das bringt mir nicht so viel. Das ist zumindest ein Portal, wo ich schon mal drauf gehen kann. Oder quasi reingehe. Kann ich das Zeug hier irgendwie noch nutzen? Geht das? Ich denke schon, ja. Was ist, wenn ich jetzt hier ein Portal platziere? Naja, da passiert einfach nur das. Oh, wait a minute. Wait a minute. Wenn ich jetzt mit Speed da drauf zurase, kann es passieren, dass ich durch den Schwung dann einfach nach oben geschossen werde? Ja, yep. Kann es. Aber Junge, was hat Wheatley mit dir angerichtet? Ja, das ist mir schon klar. Das ist definitiv nachvollziehbar. Hm? Okay. Nein, ich glaube, alles ist mit dir in Ordnung, GLaDOS. Deine menschliche Seite kommt nur wieder raus. Und where the fuck sind wir jetzt? Müssen wir uns jetzt hochhangeln? Ich glaube, das ist jetzt wirklich das Finale. Ja. Ich glaube, jetzt kommt wirklich der Punkt, wo wir auf Wheatley treffen werden und den Kampf beenden, um ihn endlich loszuwerden. Ich hoffe, das klappt, ey. Ich habe keine Ahnung, wie der finale Kampf aussehen wird. Wie gesagt, Portal 2 ist für mich persönlich blind, obwohl, mehr oder weniger, ich habe es vor Jahren mal gesehen, aber das ist schon so lange her, dass ich keine Erinnerung mehr habe. Ich weiß, das Einzige, was ich noch gewusst habe, ist, dass GLaDOS zu einer Kartoffel wird. Mehr aber habe ich tatsächlich nicht mehr gewusst. Aber das ist, denke ich, ist mal nicht mehr so essentiell wichtig. Das habe ich aber irgendwie jetzt gerade einfach mal so rausgeahnt. Warum auch immer. Naja, da oben ist etwas. Kann ich, bitte, danke, ein Portal platzieren? Thanks. Und dann gehen wir da dran. Danke. da drauf. Und oben. Warte mal. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wir nehmen einfach die Kerne und machen ihn noch blöder, als er ohnehin schon ist. Das ist ein Plan, das ist ein Plan. Und ich glaube, sowas sieht er auch nicht kommen, obwohl er zwar ein verdammtes Genie zum Teil manchmal ist. Also, er ist so dumm, dass es wieder Genius ist. Dennoch habe ich das Gefühl, wir haben dem die vielen Vorteile. Komm, GLaDOS schließt sich an. So. Wenn das aussieht! Alter, GLaDOS, ey. Ja, das hätte ich auch vorgeschlagen, GLaDOS. Oh, wir sind oben. Und GLaDOS! Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon gesprochen. Okay.
Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. Junge, wie sieht der denn aus? Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Okay. Erstens, keine Portalflächen. Scheiße, echt. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Oh oh. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt zu viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Fuck! Warte mal. Nicht rennen, nicht rennen! Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich clever, gerade Teufel. Kann man die Dinger fangen? Nein. Du immer noch wie anstrengend. Folgender Vorschlag. Du hörst auf zu rennen und ich beschieße dich nicht mehr. Ja, Darauf fällst du nicht rein. Hä? Du wusstest die Lüge. Ein Punkt für dich. Aber was soll ich machen? Darum wieder Funkanzug. Achtung, ich bin direkt. Ach so! Komm, hol uns das Portal! Das ist ja das Gel! Komm, schieß! Schieß, du Idiot! Schieß! Yes! Hups! Alle Portale sind hier! Komm, schieß! Schieß! Idiot! Nice! Okay. Okay, runter. What the fuck? Und oh! Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Helf mir weg, Frau Polizisten. Den ist gut. Kommen! Yes! Er ist schon mal dran. Oh, nice. Lüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Warte, was? Was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment, die verdammten Bomben kleben fest. Macht nichts. Ich hab die Schilde neu kontrolliert. Du hast eine dieser Kugeln an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Ja, okay, wenn er jetzt denkt, dass er uns damit trifft. Ja, mit dem Aufladen trotzdem. Easy. Okay, klar, das ist der nächste Kern. Wo ist der nächste? Schnell, 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 schnell. Wir müssen den. Können wir. Reicht der Sprung hier? Nein. Okay, wir müssen das so regeln. So. Okay. Okay. Jump. Gib den Kern her. Gib den Kern her! Yes! Okay. Wo muss der Kern hin? Wo muss der Kern hin? Wo muss der Kern hin? An die Stelle, an die Stelle. Nice. Jump! Gut. Huh. Alles klar. Der feine Boss ist aber, finde ich, einfacher als GLaDOS. Come on. Oh no. Okay, okay, okay. Komm, schieße. Ich glaube, das ist die Lösung, wenn wir das Portal hier in platzieren. Dass sie ihn einfach von hinten attackieren. Komm. Nein? Okay, das klappt auch nicht. Wie kriegen wir ihn jetzt dazu? Hä? Wie kriegen wir ihn? Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, wo ist der Kern? GLaDOS, wo ist er? Wo hast du den Kern hin? GLaDOS! Da oben! Bitte reiche, bitte reiche. Meiner. Okay. Finish him! So. Haben wir es geschafft? Manueller Kernaustausch erforderlich. Oh, verstehe. Komm her, GLaDOS. Bereit für den Einsatz? Ja.
Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Entdeckt. Was, Pat? Feuer in der Pat-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Wo? Nein, das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen was wissen müssen. Pat-Auflösungsmittel. Nein, nein! Drücken Sie die Pat-Auflösungstaste. Los, lauf! Nein, lass es sein. Wie komme ich hier rein? Da! Komm zurück! Ja, ich komme wieder da. Nein. Bye, bye! Bitch, bitch! What the fuck? Was? Du lebst noch? Was? Du willst mich auf den Arm nehmen. What the fuck ist passiert? Ah, scheiße. Funktioniert die Gun noch? Warte, kann ich den Mond als Pot- Oh, fuck! Holy shit! Was zum Fick? No! Weedly! Wir haben dich! Wir sind einfach im Weltall. Lass los! Wir sind im Weltraum! What the fuck? Und du was? Kommst nicht zurück. Oh nein, GLaDOS! Bitte! GLaDOS hat uns gerettet. What the fuck? Das ist GLaDOS alter Kopf. Aber warte. Jetzt hat sie ja wieder ihren Körper. Wird sie uns jetzt töten? Oder lässt sie uns gehen? Das ist jetzt die Frage, ne? Die Roboter! Ist dir nichts passiert. Danke, GLaDOS. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Sie war Carolyn! Du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Sie ist Carolyn! Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo und was? Carolyn in meinem Herrn lebt. Und wo? Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Warte, was? Nein! Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die fuck. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Oh no. Dich zu töten ist schwer. Ja? Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Ja, das stimmt. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Hä? Bitte, echt? Ja! Wow! Es war schön. Oh mein Gott! Ja! Sie lässt uns gehen! Was? Was das? Huh? Really? Huh? Oh my god, Alter! Ich dachte, das kommt jetzt immer am Arsch! Aber ist das noch ein Abschiedslied? Anscheinend. Oh mein Gott. Warte mal, war das der eine, der gerade... Big Daddy ist auch da. Was ist das für ein großes Teil da hinten? Ne? Sieht aus wie eine Welt, oder ganz so schöne, Alter. Richtig schön. Wow. Aber anscheinend war es das. Das war Portal 2.
Wow. Also während da hier die Sequenz gerade läuft, haben wir gerade noch wunderschöne Musik tatsächlich. Mal kurz zum Fazit. Ich weiß... Hä? Okay, vergiss das Fazit erstmal kurz. Wir sind wirklich draußen. Wir sind draußen. Wow. Wait, what? Kyuubi! Er lebt! Oh mein Gott! Weiß jemand Kyuubi nicht kennt, das ist Bottle 1. Aber okay. Jetzt laufen nämlich die Credits. Und ich hätte gesagt, es ist Zeit fürs Fazit. Also. Das Projekt hatte sich jetzt eine Weile gezogen, wegen der Pausen. Mir leider bedingt. Aber nun haben wir es schon mal geschafft, mit 20 Parts Portal 2 und die ganze Portal-Reihe damit abzuschließen. Falls jemand Portal 1 gesehen hat, das gibt es als Stream, leider etwas laggy, weil das noch mit dem alten PC ist. Und der Stream lief da nicht immer hundertprozentig sauber. Sehr schade diesbezüglich aber. Aber dafür haben wir jetzt Portal 2 als Videoprojekt gemacht. Und das lief natürlich mit dem neuen PC umso besser. Passt eigentlich ganz gut. Portal 1, alter PC, Portal 2, neuer PC. Aber es ist egal. Also Portal 2 greift auf Portal 1 komplett zurück. Die ganze Mechanik mit den Portalen ist genius as fuck. Das habe ich auch schon in Portal 1 gesagt. Der Soundtrack war zwar nicht so krass manchmal, aber wenn Soundtrack da war, war es unglaublich nice. Also Soundtrack kann man bei Portal 2 wirklich nicht sagen. Bei Portal 2 ist Rätsel hingegen, ja, der erste Abschnitt, wo wir mit Wheatley gegen GLaDOS kommen, fand ich sehr, sehr cool gemacht. An sich, Portal 2, dass man einen Begleiter hat, finde ich sehr, sehr nice. Das ist, glaube ich, sofort die erste Neuerung. Man wird instant mit Wheatley konfrontiert, dass man sagt, yo, Portal 2, man ist zu zweit unterwegs und hat einen Komplizen, der dir hilft. Was auch nochmal eine gewisse Prise Humor mehr mit reinbringt, weil man da nicht nur GLaDOS oder Wheatley als Bösewichte hat, sondern man hat immer noch jemanden, der ein bisschen Comedy mit etabliert und, glaube ich, manchmal auch... Ja, das ist ein bisschen einfacher gestaltet. Und warum habe ich den Nagel verändert? Egal. Auf jeden Fall. Das ist schon mal ein sehr, sehr nicer Pluspunkt an sich. Auch die Geschichte, wie sie erzählt wurde, dass GLaDOS Carolyn früher ein Mensch war. Dass man da Wheatley plötzlich in der Plotwist und der Böse wird. An sich alles und dass GLaDOS der fucking Kartoffel wurde, ist richtig, richtig nice. Wirklich, richtig schön. An sich, Rätseln, auch hat sehr viel Spaß gemacht, bis auf der Untergrund. Der Untergrund war nervig und jetzt haben wir noch eine Sequenz. So viel Weltraum, ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls... Weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende. Ja. Das war's. Ende. Und nun sind wir hier im Title-Screen und das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Title-Screen tatsächlich. Nicht so aufregend, wo die Musik dir das Ohrweg war, sondern relativ entspannend. Aber um an alles abzuschließen, der Untergrund von Aperture Science war das schlimmste Part von allen. Er war schwierig, kniffig und einfach nur frustrierend zum Teil, weil die Rätsel wirklich asozial waren. Dennoch muss ich auch sagen, hat es auch deswegen noch mehr Spaß gemacht, die Rätsel dann gelöst zu haben. Allem Ganzen ist Portal 2 ein Nachfolger, der den ersten Teil bei weitem übertroffen hat. In den Schatten gestellt hat und das ganze Portal-Konzept so weit ausgereizt hat, wie es nur ging. Ein dritter Teil bin ich tatsächlich... Es wäre cool, wenn ein dritter Teil kommt. Aber ich bin mit Portal 2 komplett zufrieden. Es braucht nicht noch einen dritten Teil. Portal 2 ist perfekt, so wie es ist. Die Geschichte ist abgeschlossen. Wir sind draußen mit Kyuubi. Wheatley ist hier draußen. GLaDOS hat mit ihren Robotern perfekte Testobjekte und kann ihren Spaß haben. Und alle sind eigentlich glücklich. Die Notwendigkeit, einen dritten Teil zu machen, ist nicht unbedingt da. Den Spiel von mir bekommst du persönlich einen Metascore von 95%. 100 erreicht er, nein, nicht 95, 96. 96%, 95
finde ich noch ein bisschen wenig, 96. Weil für 97 reicht es nicht aus, weil der Underground mich zu stark abgefuckt hat. Aber, ja. Ich hoffe, euch hat Portal 2 gefallen. Auch diese extra lange Folge. Und dann sehen wir uns in einem anderen Projekt. Mal wieder. Was eine lange Reise. Also ich bedanke mich fürs Zusehen und sage an der Stelle, bis dann. Ciao.